Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Wir sind aktuell auf dem Weg zum Gipfel des Kraterberges. Ich glaube, von dort unten sind wir gekommen und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich lang möchte. Also wieder alles ausprobieren. Hat bislang ja auch ganz gut geklappt. So, mal gucken. Ist hier zufälligerweise noch ein Item? Nein. Da komme ich. Na gut, es wäre egal gewesen, wo ich langlaufe. Okay. Da kann ich rein an der Seite. Ansonsten scheint hier aber nichts weiter zu sein. Fragezeichen. Also ich weiß, dass es irgendwo einen Eingang gab, den ich gerne mal übersehen habe. Aber gut, gehen wir erstmal hier rein. Ich meine, wir müssen hier immer weiter nach oben. Daran kann man sich ja zumindest orientieren. Und hier geht es scheinbar auch nach oben. Okay. Dann sah das vermutlich einfach verwirrender aus, als es letztendlich war. Hallo. Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun. Und ich muss mich hier mit einem kleinen Eindringling herumschlagen. Du machst die ganze Atmosphäre kaputt. Kannst du wenigstens schnell verlieren? Nein. Was soll hier heißen, ich mache die Atmosphäre kaputt? Ist meine bloße Anwesenheit oder wie? Makuhita. Sieht aus, als wenn es sich total strecken würde oder als wenn es total böse wäre. Ich habe nicht mehr ganz so viel AP, aber das sollte noch ganz gut passen. Also wenn ich jetzt so auf die Level gucke, bin ich eigentlich ganz gut mit dabei. Aber wir hatten ja im letzten Part doch dieses nette Tauros auf Level 74. Das hat also nicht viel zu sagen. Es hätte sogar gereicht. Okay, dann nehmen wir jetzt mal Stärke einfach. Wir haben noch ein paar andere tolle Attacken außer Donnerblitz. Hatte die jetzt noch ein zweites Pokémon? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich erwarte noch ein Hariyama. Jawohl. Ich habe einen schönen Luftschnitt für dich. Luftschnitt? Windschnitt? Doch, Luftschnitt, glaube ich. Das sind so Attacken, die ich grundsätzlich immer verwechsle. Immer. Na, 72. Na gut. Und schön zurückschrecken, ja? Mach mir mein Leben deutlich leichter. Na, schade, hat nicht gereicht. Ah, sehr gut. Dann kriegst du noch ein Turbo-Tempo hinterher und bist bedient, würde ich sagen. Gut. So langsam muss ich auch sagen, habe ich mich so ein bisschen an, ja, das könnt ihr jetzt schlecht nachvollziehen, aber an meine Anordnung gewöhnt, weil als ich noch zu Hause gewohnt habe, das klingt jetzt so, als wenn das schon Jahre her wäre, ist noch gar nicht so lange her, aber da habe ich natürlich so vom Aufbau her alles ein bisschen anders gehabt. Sprich, ich hatte, sagen wir mal so, mein Mikrofon stand links auf meinem Schreibtisch, aber da ist eine Wand. Deswegen steht es jetzt rechts. Beziehungsweise, ich hatte ursprünglich so einen Mikrofonständer, den man nicht auf den Tisch stellt, sondern auf den Boden, der dann ziemlich weit hoch geht und dann quasi im rechten Winkel auf den Schreibtisch. Und den muss man logischerweise neben den Schreibtisch stellen, braucht da also noch ein bisschen Platz. Da da aber eine Wand ist in dem Fall, habe ich den rechts von meinem Schreibtisch aufgestellt, weshalb meine Monitore, sag ich mal, ja, also ich sag mal, mein Spiel war ganz links auf meinen Monitoren drauf, damit ich da, ui, gut drauf gucken kann. Na, ich brauche keinen Gigastoß. Ist zwar cool, aber nee. Und dadurch, dass jetzt natürlich alles rechts steht, musste ich alles ein bisschen weiter nach rechts auf den Monitor verlagern. Und es klingt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist echt ungewohnt. Du verschiebst eigentlich alles nur so ein bisschen, egal ob jetzt Schreibtisch oder Monitore oder Spiel oder Mikrofon, aber es ist im ersten Moment echt ungewohnt. Und ich brauchte doch immer eine ganze Weile, um mich dran zu gewöhnen. Oder auch wenn ich meine Monitore mal irgendwie verschiebe, weil ich Staub putzen will oder so. Das dauert echt eine ganze Weile, bis ich die wirklich wieder genauso stehen habe wie vorher, weil ich merke das, wenn die irgendwie nicht ganz wieder so stehen und das macht mich dann bekloppt. Musste ich einfach mal gerade so loswerden. Ich habe gerade halt nichts Besseres zu tun gehabt, okay? Schicken wir dich mal nach vorne. Und dann
muss ich mal einen ganz kurzen Schnitt machen. Kennt ihr diese Leute, die einen während der Aufnahme aus der Mittagspause heraus anschreiben und Aufmerksamkeit möchten? So einen habe ich gerade gehabt. Aber ist ja kein Problem. Solange ich nicht vergesse, das rauszuschneiden, ist alles gut. Weiter geht's. Das könnte man jetzt als unprofessionell ansehen, mitten im Video zu schneiden, nur um mal ganz kurz Nachrichten auszutauschen. Normalerweise mache ich das auch nicht. Also wenn mich jetzt jemand, weiß ich nicht, auf dem Handy anschreibt oder per Skype oder wo auch immer, dann gucke ich logischerweise nach der Aufnahme. Die 20 Minuten kann man ja mal warten. Ich meine, wenn es ein absoluter Notfall wäre, dann würde mich die Person wahrscheinlich zu Tode klingeln, indem die Person hier einfach anruft. Von daher gesehen. Aber wenn man natürlich nur eine kurze Mittagspause hat und dann extra sich mal meldet, dann möchte ich auch ganz gerne antworten, bevor die Mittagspause vorbei ist. So aus Freundlichkeit. Und letztendlich, solange ich das jetzt nicht live in der Aufnahme mache, von wegen, ich lasse die Aufnahme jetzt laufen und muss dann mal eben was erledigen. Also das muss nicht sein. Ich meine, dass man das vielleicht mal vergisst rauszuschneiden, kann ja passieren. Aber prinzipiell, so ein kurzer Schnitt tut ja nicht unbedingt weh. Und 67. Sehr schön. Also seit Kathi sich weiterentwickelt hat, ist sie einfach so klasse. Es war schon vorher klasse, aber Togepi und auch Togetic war halt etwas schwierig. Muss man sagen. Und ich meine, dadurch, dass ich auch keine Psycho-Attacke im Team habe, bleibt mir ja nur der Luftschnitt gegen Kampf-Pokémon. Und da macht sie echt einen sehr guten Job, wenn sie nicht gerade daneben haut. Aber das Machomai zum Glück auch. Du hast also kein Schildlos. Das ist gut. Schildlos-Pokémon. Wobei, hättest du Schildlos gehabt, hätte ich ja auch getroffen, oder? Ist das nicht so, dass Schildlos-Pokémon von allem getroffen werden? Weil sie halt auch selber alles treffen? War das nicht so? In dem Fall war halt schon vorher klar, dass das Ding kein Schildlos hat. Kai. Du darfst wieder nach vorne. Und einmal raus. Jetzt bin ich schon oben. Aber gab es im Kraterberg nicht ein Gebiet, wo man Auflockern brauchte auf dem Weg nach oben? Ich war mir da so sicher, dass man Auflockern brauchte. War das nur in Diamant und Perl? Oder war das nur in Platin und nicht in Bloody Platin? Oder war es gar nicht so? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe jetzt nichts Wichtiges durch das Auflockern ersetzt. Fliegen kann ich ja jederzeit wieder zurückholen. Hat mich gerade nur etwas irritiert irgendwie. Ach doch, komm, machen wir ein bisschen Kaiji-Action. Und schauen mal, was ihr so drauf habt. Unser Boss verbringt gleich etwas ganz Großes. Komm nicht in die Quere. Du willst noch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir sind hier oben bei der Sperrsäule angekommen. Ui. Und haben erstmal sämtliche Gegner gefunden. Also die Sperrsäule mag ich persönlich sehr gerne. Was ich da gerade vor mir sehe, eher nicht. Aber ich würde sagen, wir machen einen Eisstrahl und ruhig einen Surfer. Na, das Butterlander fliegt weg. Na gut, wenigstens der Surfer trifft. Aber ich meine, Kai macht das ja nicht so viel aus, Gott sei Dank. Also das geht voll klar. Aber Brutalander und Despota, vor allem auf 75. Das wird jetzt wiederum wehtun. Zumindest Neji. Wobei, es tut Kai auch ganz schön weh. Das ist jetzt ein Problem. Weil ich will Kai auf jeden Fall auf dem Feld behalten. Deswegen kriegst du mal einen Hypertrank. Neji.
Also das Fliegen wäre nicht das Problem, aber da kommt garantiert noch ein zweites Erdbeben dann und das ist dann wiederum schon ein Problem. Die Sache ist, auf was wechsle ich dich? Kati könnte das Erdbeben gut wegstecken, aber eine Steinkante kommt, ist halt auch nicht so geil. Aber ich wechsle jetzt trotzdem mal. Ich hoffe mal einfach, dass alles gut geht. So, fliegen, okay. Oh, das macht aber viel zu viel Schaden. Und das überlebt Kai jetzt nicht. Warum hat das Fliegen so verdammt viel Schaden gemacht? Das hätte ich gar nicht gedacht. Eieiei. Eieieiei. Vielleicht. Ich werde danach wieder geheilt. Okay. Versuchen wir mal was. Ich will mich erst um das Despota kümmern. Die Sache ist, ich würde ja jetzt Elevoltec reinholen für das Brutalander, aber wenn da ein Erdbeben kommt und wenn das Ding jetzt fliegen macht und ich nicht treffe, dann kriege ich ja auf jeden Fall ein Erdbeben. Deswegen gehe ich jetzt erstmal voll auf das Despota mit allem, was ich habe. Weil Kampfattacken da ja besonders effektiv sind. Dass das schon mal weg ist, dass ich kein weiteres Erdbeben vor die Birne bekomme, das reicht sogar perfekt. Auch wenn das für Jan jetzt natürlich schmerzhaft werden könnte, wenn eine Flugattacke kommt. Aber du machst wieder Fliegen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Sandsturm, ja gut, der ist auch noch da. Aber das ist böse. Also ich finde, Despota und Brutalander alleine sind jetzt nicht so das große Problem. Weil die halt schon ziemlich ordentliche Schwächen haben. Muss man sagen. So ein Eisstrahl tut ordentlich weh gegen Brutalander, so eine Kampfattacke gegen Despota. Oder auch Wasser ist auch ganz gut, aber Kampf ist natürlich noch besser. Das Problem ist nur, zum Beispiel wenn ich Elevoltec draußen habe, kann ich ein Erdbeben abkriegen. Wenn ich Panferna draußen habe, ebenfalls. Oder eine Flugattacke. Es ist irgendwie, die decken sich ziemlich gut ab gegenseitig. Und ich meine, selbst Kai, der jetzt nicht so das Problem hatte mit Fliegen und Erdbeben, wenn eine Drachenattacke gekommen wäre, wäre es anderes gewesen, selbst der hat ja unglaublich viel Schaden genommen. So, du machst doch jetzt bestimmt wieder Fliegen, oder? Dann werde ich zwar gleich geheilt, aber also ich denke, ich werde ich nach dem Kampf oder nach dem nächsten geheilt. Oh, das weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Ja, du gehst wieder hoch. Alles klar. Das ist schon so ein bisschen nervig mit dem Fliegen. Ich meine, Brutalander würde eh nicht vom Erdbeben getroffen werden. Aber dadurch, dass du dann quasi Brutalander anvisierst und er erstmal hochfliegt, kriegst du erstmal die Attacke von Despota ab, bevor du irgendwas anderes machen kannst. Und das ist schon. Oh, Amde ist sogar schneller als Brutalander. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Dann hätte ich ihn gerade gar nicht geheilt. Ich dachte, weil Brutalander halt so ein hohes Level hat. Aber okay. Kati nicht sterben, danke. Dann weiß ich Bescheid. Gott sei Dank haben die nur zwei Pokémon. Es wäre ein bisschen übertrieben gewesen, wenn sie mehr gehabt hätten. Eieieiei. Der Kampf war übel. Jetzt habe ich Angst vor dem, was da gleich noch kommt. Die waren echt nicht schlecht. Der stärkste aller Rüpel. Ja, mit den Pokémon? Ich glaube auch. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Die Sache ist, ich weiß halt echt nicht, ob ich vor dem Kampf noch geheilt werde oder nicht. Und ich möchte da ehrlich gesagt auch kein Risiko eingehen. Deswegen werde ich zumindest mal die Pokémon, die gerade so ein bisschen im gelben Bereich sind oder im orangefarbenen Bereich, mal eben heilen. Weil ich habe da echt Angst. Ich habe jetzt nur auch noch, glaube ich, 5 Top-Tränke oder so. Das sollte eigentlich gehen. Und so. Gut. Hätten wir das schon mal. 165 KP. Nee, aber die Speersäule, wie gesagt, sieht echt ganz schick aus, finde ich persönlich. Alles klar. Da sind die beiden. Oh, vor dem Kampf habe ich ehrlich gesagt auch großen Respekt.
Definitiv. Und eure Haarfarben beißen sich. Der Kampf ist im Original schon immer blöd. Wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Augenblick mal. Und mir findet hier keine Party statt, klar? Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Aber wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist. Wie er am See der Stecke geweint hat. Hätte die Mami die Nase geputzt. Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Ich werde vorher nicht geheilt. Okay. Oder es wurde zumindest nicht explizit gesagt. So, Skunk Tank und Smogmog 73. Okay. Magbrand 72. Okay, da sollte ich vielleicht keinen Surfer machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Alles klar, dann machen wir Drachenpuls. Die Sache ist, auf was von beiden? Ich gehe erstmal auf das Skunk Tank. Das war ganz gut. Wenn auch nur Glück. Aber Magbrand ist schon ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Aha. Oh, natürlich gehst du auf Smogmog. Na gut. Wenigstens ein bisschen Schaden haben wir rausdrücken können. Ich überlege gerade. Gegen Mars haben wir... mach euch nochmal Schutzschild. Im Windkraftwerk gekämpft. Am See der Wahrheit auch nochmal und dann hier. Also dreimal. Jupiter, ui, war in Ewigenau. Genau, am See der Stärke hat sie ja nicht gekämpft. Und hier nochmal, sind zweimal. Und Saturn war einmal auch am See. Und dann nochmal im Versteck, also auch zweimal. Na gut, jetzt greift... Also doch, das Schutzschild ist ja fehlgeschlagen. Gut, dann greift Kai ja doch an. Aber dass das Skunk Tank schon mal weg ist, war auf jeden Fall wichtig. Das Magbrand vergiftet ist es wiederum nicht ganz so gut. Oh, Schnurgast. Yo. Ich gehe mal auf das Schnurgast, weil ich glaube, das Smogmog spammt die ganze Zeit einfach nur Schutzschild. Und das ist mir dann irgendwie ziemlich egal. Die Sache ist, wenn natürlich die Pokémon von Barry jetzt nach und nach krepieren, das ist nicht so gut. So wie Magbrand überlebt jetzt keine Runde mehr. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt jetzt nicht auf was anderes wechseln, weil ich finde, der Drachenpuls macht hier eigentlich schon einen ganz guten Job. Impergator, Level 76, dieser Sprite von hinten. Also das Level ist ja schon beeindruckend, aber dieser Sprite von hinten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich den lustig finden soll oder einfach nur gruselig. Das ist eine schwere Entscheidung. Was Mokmok hat kein Schutzschild gemacht diesmal. Und es war ein Crit. Du blöde Katze. Musstest du mich unbedingt critten? Leitteiler. Ah Gott, so einer bist du. Das ist natürlich nicht so gut. Versuch es mit einem Tempohieb gegen das Schnurgast. Ey, diese... Ich kann auf Impergator gar nicht gucken. Das macht mich so fertig. Schutzschild kannst du gerne wieder machen. Das ist natürlich schon eine gute Taktik, immer Schutzschild machen und wenn ich dann angeschlagen bin, einfach mal Leitteiler machen. Okay, das reicht. Perfekt. Damit ist das Schnurgast auch schon mal weg. Und dann noch Snobillikat. Level 75. Auch da mache ich lieber Tempohieb. Weil, wenn das Ding... Ich weiß nicht. Nee, ich mach lieber Tempohieb. Das wird zwar nicht reichen, aber... Nope. Aber das könnte, wenn du dich anstrengst, auch reichen. Na, nicht ganz. Donnerblitz. Kann das Ding lernen? Ja, habe ich nur nicht erwartet. Impergator, hältst du das aus? Es hat keinen Step? Ja. Okay. Damit ist die eine Seite schon mal weg. Das ist super. Das war vor allen Dingen sehr wichtig. Gut.
Verteidigung sinkt. Okay. Ich überlege, ob ich da gleich einen Flammenblitz drauf donnern möchte, wenn die Verteidigung gesenkt ist. Ich meine, könnte man eigentlich mal machen. So, sein letztes Pokémon ist Dragoran. Oh, es sieht so süß aus von hinten. Viel besser als das Impergator. Du machst wieder Schutzschild. Ja gut, habe ich nicht so das Problem mit. Weil zum Glück ist auf der anderen Seite vom Feld kein Pokémon mehr. Aber er hätte Drachenklaue gemacht. Das ist schon mal gut. Das sieht vielversprechend aus. Oh, war sogar ein Crit. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was Jupiter, ich glaube Jupiter war auf der Seite, noch so hat. Weil ihr Skunk-Tank hat man ja weggenommen. Nidoqueen. Okay. Wenn Erdbeben kommt, ist natürlich Neji auch nicht so gut. Ich glaube, ich schicke mal Kati rein. Für den Fall, dass eine Bodenattacke kommt. Ansonsten wäre natürlich eine Wasserattacke super, aber... Ja, danke Dragoran. Die wollte ich mit Dragoran jetzt auf dem Feld auch nicht machen. Und Kai mit seinem Eisstrahl ist ja leider von der fetten Katze plattgewalzt worden. Oh, ein Crit, sehr schön. Gut gemacht, Dragoran. Und noch ein Toxie. Oh, das trifft sich gut. Also, die haben ein echt gutes Team. Das muss man ihnen lassen. Ihr Licht. Ja, ist gar nicht mal so dumm bei einem physischen Pokémon. Schwertanz ist aber 2 Stufen, ne? Dann hat er jetzt quasi nur einen Boost drin. Durch die Verbrennung. Ich hoffe, er kommt einfach nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Weil mit der Verbrennung zusammen könnte ein Turbo-Tempo reichen. Auch wenn das Turbo-Tempo gar nicht so nach Turbo-Tempo aussieht, so lahm wie die Animation ist, aber es reicht. Gut. Finde ich gut. Ja, ich bin stark geworden. Pfff. Gar nicht, habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Svenja, ich helfe dir. Ah, jetzt bin ich geheilt. Danke. Hey Svenja, das wär's. Jetzt bist du dran. Achso, ich komme jetzt aus der Cutscene gar nicht mehr raus. Na gut. Ich dachte vielleicht eventuell. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute. Und was Cyrus so zu sagen hat, das schauen wir uns im nächsten Part in aller Ruhe an. Oder hören uns an. Oder lesen. Was auch immer. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.